sind da. Herzlich willkommen bei Hey Nickelodeon. Heute bin ich in Grethem, das ist in der Nähe von Hannover, und besuche Emily. Die ist Westernreiterin, und wie viel Cowgirl in ihr steckt, das sehe ich gleich. Aber vorher zeige ich euch eine Besonderheit aus Grethem. Los geht's. Ich bin jetzt hier auf einem Erntehof für Heidelbeeren und bin auf einer echten Heidelbeer-Pflückmaschine, kann man sagen, oder eine Erntemaschine. Denn hier in Grethem wurden die ersten Heidelbeeren kultiviert. Wie genau funktioniert diese Heidelbeer-Pflückmaschine? In den angepflanzten Reihen fahren wir rein hiermit, genau über den Busch. Wir schütteln den Busch, und dann links und rechts sind Bänder. Und hinten sitzen zwei professionelle Pflücker und schütten die in Kisten. Zum Glück ist das kein Zwiebelfeld, meine Lieben. Lecker. Ich liebe Heidelbeeren. Ein guter Moment, um auszuchecken, wie viele Heidelbeeren ich in meinen Mund bekomme. Das waren 35 Blaubeeren. Mehr habe ich wirklich nicht in meinen Mund bekommen. Färben Heidelbeeren bzw. Blaubeeren auch die Zunge blau? Der ultimative Test. Ist das so? No. Nein. Okay, Leute, ich denke, ich bin gestärkt. Bleibt dran, denn gleich treffe ich Emily, und die ist Westernreiterin. Bis gleich. Willkommen zurück bei Hey Nickelodeon. Ich bin jetzt hier bei Emily auf dem Reiterhof und werde mal schauen, wie meine Cowboy-Skills so aussehen. Hey Nickelodeon, ich bin Emily und das ist Abby. Ich bin 12 Jahre alt und reite Western. Hallo Emily. Hallo Sascha. Das, was du hier machst, das sehe ich sonst nur in Westernfilmen, und das ist dein Hobby? Ja, also als erstes brauchst du mal einen Hut. Okay, schicker Cowboy-Hut. Wen haben wir denn hier? Ja, das ist die Abby. Abby? Hallo Abby. Was ist das Besondere an Abby? Also sie ist halt sehr ruhig. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen an dich, und wir gehen vielleicht einfach mal rüber ins Studio. Ja, okay. Los geht's. Woher kommt eigentlich Westernreiten? Westernreiten kommt aus den Wilden Westen. Von den Cowboys, und die haben halt früher mal die Rinder getrieben, also zum Beispiel von der einen Koppel halt zur anderen. Und was genau ist jetzt der Unterschied zwischen normalem Reiten, ist ja auch bekannt als englisches Reiten oder englisch Reiten, und Westernreiten? Beim Westernreiten ist halt alles entspannter, und die Pferde sind auch viel ruhiger. Man macht halt nicht mehr so viel mit den Zügen, sondern viel mehr mit den Beinen, und die Züge sind halt möglichst lang. Und beim Englischreiten macht man halt fast alles mit den Zügeln, und die sind auch halt kurz. Wie bist du zum Westernreiten gekommen? Ich reite halt seitdem ich 4 bin, und Papa hat dann halt angefangen, Western zu reiten. Und dann habe ich das halt auch mal probiert auf seinem Pferd, und dann hat mir das halt Spaß gemacht, und dann habe ich auch angefangen. Gibt es dann auch so richtige Turniere beim Westernreiten? Ja, gibt es auch. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht also, so ein Turnier aus? So ein Turnier ist halt auch so eine Halle. Und dann gibt es halt verschiedene Disziplinen und halt Richter, die das halt dann benoten. Und dann geht es um Punkte? Ja, also man kommt halt mit 70 Punkten rein, dann kann man halt Minuspunkte oder Pluspunkte bekommen, und der dann halt einmal am Ende noch am meisten Punkte hat, der hat dann halt gewonnen. Okay, verstehe. Und hast du so ein Turnier auch schon mal gewonnen? Ja. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal ein Gewinner-Gesichts-Selfie. Und du hast es gewonnen! Yeah! Nun kommen wir zu unserer heutigen Challenge, und die heißt Lasselodion. Bei dieser Challenge geht es darum, wer als erstes mit seinem Lasso den Kaktus fängt. Ist das soweit klar? Ja. Auf den Kaktus, fertig, los! No way! Ja! Am Ende habe ich ihn doch bekommen. Aber wir haben uns gut geschlagen. Ich glaube, wir beide haben unser Bestes gegeben. Überstimmt.
Ja, so. Wofür sind die Zügel da? Zum Lenken. Ja, so sieht das gut aus. Emily, wen haben wir denn hier? Ja, das ist die Megan. Wie alt ist Megan? Er ist 4 Wochen. 4 Wochen? Und schon so groß? Ja. Wow. Emily, vielen, vielen Dank, dass ich den Tag bei dir sein durfte. Danke. Und dass du mir das Westernreiten näher gebracht hast. Dafür gibt es unseren Hey Nickelodeon Button und Dankeschön. Unsere Hey Nickelodeon Überraschung. Viel Spaß weiterhin beim Westernreiten. Ja, danke. Und tschüss. Und auch an dich. Lass dich mal umarmen. Tschüss. Tschüss. Was für ein tierisch schöner Tag hier. Anfänge im Westernreiten. Check. Und ihr bleibt dran, denn ich zeige euch gleich, wie man einen Kuchen ohne Backen herstellen kann. So reiten kann ja ganz schön Appetit machen. Also, bis gleich. Willkommen zurück bei Hey Nickelodeon. Ich zeige euch heute, wie ihr eure Oma, Tante, Bruder, Schwester, Cousin, was auch immer mit einem leckeren Heidelbeerkuchen überraschen könnt, den ihr nicht mal backen braucht. Alles, was ihr dazu braucht, sind diese Zutaten. 70 Gramm Butter, 150 Gramm Kekse, 3 Esslöffel Zucker, 200 Milliliter Schlagsahne, und 200 Gramm Frischkäse und Heidelbeeren. Alles, was ihr dazu braucht, ist eine Frischhaltetüte. Da rein kommen die Kekse. Die müssen jetzt zerkleinert werden. Jetzt kommen 70 Gramm weiche Butter in die Tüte. Fühlt sich ein bisschen an, als ob man so einen Schnitzel klopft. Das gebt ihr jetzt in eine Kuchenform. Tipp, tipp. Das sieht doch mal schön fest aus. Hallo, hallo. In diese Schüssel kommt jetzt unser Frischkäse. Der Zucker. Backe, backe, Kuchen, backe, backe, Kuchen. Und jetzt kommen wir zu der besonderen Delikatesse des Kuchens, die Heidelbeeren. Legt euch ein paar weg für später, damit können wir dann die Torte von oben verzieren, dass auch jeder weiß, dass es ein Heidelbeerkuchen ist. No. Schön zerquetschen. Hier, guckt euch das an. Upala. Oh, das ist doch eine schöne Matschepampe, schon fast Heidelbeersaft. Lecker. Jetzt haben wir hier noch einen Messbecher, um die Sahne zu schlagen. Wir machen den Sahnesteiftest. Kommt nichts raus. Und das kommt jetzt auf unseren Kuchenboden, den wir ja schon haben. Jetzt kommen hier noch die Blaubeeren rüber. Den müsst ihr jetzt noch in ein Tiefkühlfach packen und circa 2 Stunden lang warten. Lecker, lecker. Wow. Leichter könnt ihr nicht ohne Backen einen leckeren Heidelbeer-Frischkäsekuchen machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Hey Nickelodeon. Tschüss.